Haben Sie mal überlegt, sich auf eine andere Weise als sonst zu bewerben, nämlich durch ein Bewerbervideo? Das ist ein Weg, den nur wenige einschlagen, ein Weg, durch den Sie sich abheben, ein Weg, auf dem Sie fantastische Erfolge erzielen können, aber auch ein Weg, bei dem Sie sich in die Nesseln setzen können. Sie müssen wissen, welche Spielregeln für ein solches Bewerbervideo gelten. Ich werde sie Ihnen verraten. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und ich habe schon sehr, sehr viele Menschen in neue Jobs gebracht durch mein großes Videotraining Bewerben mit Erfolgsgarantie. Die Vorteile des Bewerbervideos, die liegen ja auf der Hand. Wenn Sie ein Bewerbungsvideo machen, dann sitzen Sie den Leuten fast wie in Natura gegenüber, dann sehen die Ihr Gesicht, dann hören die Ihre Stimme, dann kriegen die natürlich einen ganz anderen Eindruck von Ihnen, als wenn Sie nur auf dem Papier präsent wären. Und dennoch gibt es viele Bewerbungsvideos, die zu schlecht gemacht sind. Videos, die langweilig sind, Videos, die hölzern sind, Videos, die gegen die Bewerber sprechen und nicht für sie. Und jetzt noch ein Wort zur Technik des Bewerbungsvideos. Es kommt auf drei Dinge an. Erstens auf die Beleuchtung. Wenn Sie drinnen arbeiten mit künstlichem Licht, dann achten Sie darauf, dass Sie gut ausgeleuchtet sind, idealerweise von zwei Seiten. Und wenn Ihr Gesicht dann einigermaßen licht ist und nicht schattig ist, dann wirken Sie natürlich sympathischer, dann wirken Sie jünger und dann wirken Sie auch wie jemand, den man gerne in einer Firma hätte. Achten Sie zweitens auf den Ton. Der Ton sollte natürlich klingen, er sollte nicht zu sehr rauschen, es sollte da kein Knacken drin sein. Und es darf auch nicht so leise sein, dass die Ihre Ohren weit spitzen müssen und auch nicht so laut, dass Sie die Ohren am Ende zuhalten. Also ein natürlicher, guter Ton. Und die dritte Frage ist, mit welchem Medium nehmen Sie ein solches Video auf? Reicht da ein Handy aus? Klar, wenn Sie ein gutes, ein modernes Handy haben, können Sie da ein Video in hoher Qualität aufnehmen. Aber achten Sie darauf, dass Sie nicht allzu leger rüberkommen. Ich würde kein Video drehen, so eine Art Urlaubsvideo, in dem Sie im T-Shirt zu sehen sind, sondern Sie sollten schon einigermaßen geschäftsmäßig aussehen. Denn denken Sie daran, das ist ja auch eine Art Bewerbungsgespräch, wenn auch nur einseitig. Also ziehen Sie sich etwas Gutes an, kommen Sie sympathisch rüber, finden Sie die richtige Mischung aus Natürlichkeit und geschäftlichem Auftreten. Ich werde Ihnen jetzt die drei Schritte vorstellen, in denen Sie ein richtig gutes Bewerbungsvideo erstellen. Und diese drei Schritte, die werde ich auch mit Warnungen versehen, was Sie unbedingt lassen sollten. Der erste Schritt, der ganz wichtig ist, Sie müssen Sympathie aufbauen. Sie müssen Sympathie aufbauen, denn es kommt nicht nur darauf an, dass Sie sachlich zu einer Firma passen, sondern es kommt genauso darauf an, dass die Sie mögen, dass die eine Sympathie für Sie empfinden. Und wie können Sie jetzt beginnen? Ich will mal nachsprechen, was in etwa ein Grafiker, der sich bei einem Verlag bewarb, was in etwa ein Grafiker gesagt hat. Das war ein sehr gutes Bewerbungsvideo, das er mit meiner Hilfe erstellt hat und mit dem er dann auch erfolgreich war. Es braucht schon einen guten Grund, dass ich mich hier vor eine Kamera setze und Sie sind dieser gute Grund. Was Sie in Ihrer Firma pflegen, ein Klima der Offenheit und Kreativität, das deckt sich absolut mit meinen Werten. Außerdem verfolge ich die Zeitschriften Ihres Verlages schon seit Jahren und zwar nicht nur mit den Augen eines Grafikers. Danke für diese tolle redaktionelle und gestalterische Arbeit. So, das war der erste Schritt. Merken Sie, was er gemacht hat? Er baut die Sympathie auf, indem er erstens ein bisschen kokettiert und sagt, ich setze mich sonst nicht vor die Kamera, aber ich tue das für euch, ihr seid mein guter Grund. Und indem er zweitens zeigt, ich befasse mich mit den Produkten dieser Firma und er macht den Vertretern des Unternehmens ein Kompliment. Auf diese Weise entsteht eine menschliche Brücke und jetzt ist die Chance gelegt, dass der zweite Schritt auf eine hohe Aufmerksamkeit stößt. Der zweite Schritt besteht darin, dass Sie die Vorteile des Arbeitgebers aufzeigen und zwar nicht in langatmigen Sätzen, sondern indem Sie einfach nur drei Punkte herausgreifen, die für den Arbeitgeber besonders relevant sind. Sprechen Sie nicht darüber, was Sie wollen, sondern zeigen Sie, was Sie bieten, was die Firma von Ihnen hätte. Der Grafiker, der hat das wie folgt gelöst. Was könnte ich Ihnen als Layouter bieten? Erstens können Sie meine Kreativität nutzen, um Ihre Zeitschriften noch besser am Kiosk zu verkaufen, denn in meinem aktuellen Verlag habe ich bereits mehrere Coverwettbewerbe gewonnen.
Zweitens ist mir das Thema Ihrer Zeitschriften im Finanzbereich sehr, sehr vertraut, denn ich selbst bin Geldanleger. Deshalb wird es mir leicht fallen, Ihren Lesern durch Layoutideen eine goldene Brücke zwischen Inhalt und Gestaltung zu bauen. Und drittens habe ich den Mut, in der Gestaltung neue Wege zu gehen, wie Sie es in Ihrer Ausschreibung ja auch ansprechen. Das sehen Sie übrigens auch daran, dass Sie gerade die erste Videobewerbung meines Lebens schauen. Das war der zweite Schritt. Hier hat er sehr kompakt drei Punkte genannt, die für den Verlag, für das Unternehmen wertvoll sind. Dabei geht er auf die Stellenausschreibung ein und dabei fragt er sich natürlich, was sind die Absichten dieser Firma? Die will Zeitschriften verkaufen, auch am Kiosk. Am Kiosk kommt es besonders auf das Cover an. Er ist Spezialist für Cover, er ist dafür ausgezeichnet worden. Und das sind natürlich Top-Argumente, die er da sofort ins Schaufenster stellt. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Das ist ein Schritt, der besonders wirksam ist, wenn er Ihnen gelingt, und zwar in Vorleistung gehen. Schenken Sie dem Zuschauer des Videos, schenken Sie der Firma etwas, zeigen Sie, dass Sie bereit sind zu investieren, und Sie bekommen ganz viel zurück, nämlich die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Er hat gesagt, und fällt Ihnen etwas an meinem Hintergrund im Video auf? Richtig, das ist schon mal ein Layout, wie ich es mir für Sie vorstellen kann. Gern würde ich diesen Vorschlag und alles Weitere mit Ihnen persönlich besprechen. Das war eine tolle Idee. Er hatte also für den Hintergrund ein Layout geskribbelt, so nennt man das unter Grafikern. Er hat ein Layout entworfen, das für diese Zeitschriften relevant sein könnte. Das war sehr kreativ, das war eine tolle Idee. Und dass er das getan hat und dass er das als Hintergrund verwendet hat, das hat ihn noch einmal von allen anderen Bewerbern abgehoben. Das zeigte, dass er engagiert ist, dass er willig ist. Und es hat ihm natürlich auch schon Sympathie gebracht. Und jetzt kommt der vierte Schritt, den Sie beachten sollten. Das ist der Zusatzschritt zu den drei genannten Schritten. Und zwar probieren Sie auch noch, Ihr Video sympathisch zu beenden. Was hat der Grafiker getan? Er sagte, melden Sie sich jederzeit, ich freue mich. Und weil Sie es sind, muss es auch keine Antwort per Video sein. Viele Grüße bis dahin von, und jetzt hat er seinen Namen genannt. Sie merken das Augenzwinkern am Ende, das bringt noch einmal Sympathie. Und das ist jetzt genau die richtige Kombination aus geschäftlichen Argumenten, aber auch einer gewissen Lockerheit, die dem Medium, dem Video geschuldet ist. Denn hier geht es nicht nur um Inhalt, hier geht es darum, Sympathie zu wecken, gut rüberzukommen, sodass diejenigen, die das Video schauen, denken, Mensch, diese Frau oder diesen Mann könnte ich mir prima in unserem Team vorstellen. Und es wäre eine angenehme Sache, mit diesem Menschen ein Vorstellungsgespräch zu führen. Und wenn Sie das beachten, wenn Sie diese drei Schritte beachten und den Zusatzschritt am besten auch, wenn Sie also diese vier Schritte beachten, dann wird Ihre Videobewerbung richtig gut ankommen. Jetzt werden Sie mich natürlich fragen, kann ich überall eine Videobewerbung hinschicken? Sollte ich das? Da lautet meine Antwort eindeutig, nein, tun Sie das nicht. Wenn Sie einem Großkonzern eine solche Bewerbung schicken und er hat ein standardisiertes Auswahlverfahren, dann bereiten Sie den Leuten Arbeit, dann fallen Sie womöglich durchs Raster. Wenn Sie es aber bei einem Mittelständler machen oder bei einer kleineren Firma machen oder in einer kreativen Branche machen, dann können Sie sich so richtig gut abheben und dann haben Sie beste Chancen, dass Ihre Bewerbung ein Erfolg wird. Und es heißt auch nicht, wenn Sie sich per Video bewerben, dass Sie keine andere Bewerbung schicken, sondern es kann sein, dass man Sie dann einlädt, Ihre Unterlagen einzureichen. Und wie Ihnen ideale Bewerbungsunterlagen gelingen, wie die Martin-Werle-Methode funktioniert, das zeige ich Ihnen in meinem großen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Da habe ich all meine Erfolgsrezepte aus 20 Jahren zusammengestellt. Damit habe ich schon ganz viele Menschen in neue Jobs gebracht, die sich vorher vergeblich beworben haben. Sie können es 30 Tage lang unverbindlich testen und Sie werden damit erfolgreich sein. Probieren Sie es aus. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video, wie Sie eine perfekte Bewerbung schriftlich auf den Weg bringen. Da habe ich Ihnen was Tolles zusammengestellt. Klicken Sie es gerne an. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn Sie den Kanal abonnieren. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob und schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Werle.